Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe vor ein paar Tagen aus einer wilden Laune heraus angefangen zu recherchieren, welche Bücher im September neu erscheinen werden. Und am Ende dieser Recherche habe ich mich gefragt, warum ich sie euch eigentlich nicht vorstelle, die Bücher, die mich interessieren und auf die ich mich wirklich freue, beziehungsweise auf die ich sehr, sehr neugierig gemacht worden bin. Und ja, genau diese 8 Bücher, die ich für mich entdeckt habe, möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Die Anzahl 8 bezieht sich in dem Fall auf Bände, auf Einzelbände, die ich entdeckt habe. Am Ende dieses Videos werde ich auch nochmal auf ein paar Reihenfortsetzungen eingehen, die ich einfach nur der Vollständigkeit halber gerne nochmal erwähnen wollte, weil sie mich einfach so stark daran erinnert haben, dass ich doch meine Reihen doch mal wieder weiterlesen sollte, beziehungsweise mal wieder zu einer Fortsetzung greifen sollte, damit die Reihen nicht so einschlafen. Und ich natürlich mich auch ebenfalls auf diese Reihenfortsetzungen freue. Ich denke, wir bleiben der Tradition treu. Wir fangen mit dem ersten Buch an, was auf meiner Liste steht. Und zwar ist es der Titel Nacht wird es immer von dem Autoren Willie Flawton. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Und das Buchcover werde ich euch natürlich hier neben mir einblenden. Dieses Buch wird im Berlin Verlag veröffentlicht und hat insgesamt 288 Seiten. Dieses Buch wird im Handel dann 25 Euro kosten und ist aus dem Amerikanischen von Nicholas Hansen übersetzt worden. Der Klappentext zu diesem Titel verrät uns, dass wir die Protagonistin Lynette, wenn man sie so ausspricht, verfolgen, die Chance bekommt, ihr Elternhaus oder beziehungsweise das Haus zu kaufen, in dem sie lebt. Sie verlässt sich dabei ein Stück weit auf ihre Mutter, natürlich da auch mit einzusteigen, beziehungsweise das nötige Kleingeld mit beizusteuern. Wie das Leben halt so spielt, tut die Mutter ihre Hilfe untersagen, beziehungsweise unterstützt sie ihre Tochter nicht dabei, dieses Haus zu erwerben. Und damit ihr das aber gelingt, weil das ihr ein Wunsch von ihr ist, muss sie einen Weg einschreiten, der vermutlich ein Weg ist, den man nicht einschlagen sollte, beziehungsweise der die ein oder andere Überraschung bereithält. So lese ich es jedenfalls. Und der letzte Satz, der auf diesem Klappentext steht, den möchte ich euch noch gerne vorlesen. Und zwar lautet der: Bieter hat der unvergleichliche Willie Flawton mit seiner kraftvollen Literatur eine jener wunderbaren Figuren erschaffen, die man nie mehr vergessen kann. Ein Satz, der natürlich sehr reißerisch ist, aber der mich tatsächlich irgendwie fängt, auch wenn ich den Autoren nicht kenne, noch nie was von ihm gelesen habe. Aber der ganze Buchtitel macht mich tatsächlich, abgesehen von diesem Einsatz, dennoch sehr, sehr neugierig. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Stück weit eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Eine Geschichte, also vielleicht nicht eine typische Coming-of-Age-Geschichte ist, aber wie einer Protagonistin folgen, die sehr stark sein kann, die ihr Ding durchzieht und wir vielleicht auch das ein oder andere Thema hier in diesem Buch haben, was in uns uns aufrüttelt und wir halt einfach eine wunderbare Geschichte auf diesen Seiten finden werden. Also mich macht dieses Buch wirklich sehr, sehr neugierig. Ich hoffe, dass wir da eine sehr echte Protagonistin finden werden, dass wir eine sehr nahe Protagonistin, eine richtig gut gezeichnete Protagonistin finden werden, auch wenn ich den Autoren so an sich nicht kenne. Vielleicht kennt ihn ja jemand von euch, also so wie das klang, jedenfalls der letzte Satz des Klappentextes, dass der Autor ja schon das eine oder andere geschrieben hat. Würde mich interessieren, ob ihr vielleicht den Autoren schon kennt und wie ihr seine Bücher empfindet. Aber auf jeden Fall macht mich dieses Buch beziehungsweise dieser Klappentext und aber auch dieses Cover sehr, sehr neugierig. Am 1. September wird ebenfalls ein Buch veröffentlicht, was mich sehr, sehr neugierig gemacht hat und ich tatsächlich froh bin, dass ich es über die Online-Recherche entdeckt habe, weil ich befürchte, dass wenn ich es so im Buchladen gesehen hätte, dass ich gar nicht danach gegriffen hätte. Ich weiß, dass man Bücher natürlich nicht über das Buchcover bewerten soll, aber ich bin tatsächlich ein sehr, sehr
ja, optischer Mensch, sage ich mal, der sehr auf optische Reize anspricht. Und wenn ein Buchcover mich nicht so hundertprozentig überzeugen kann, also schon im ersten Eindruck, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass ich auch mit dem Buch, also den Klappentext durchlesen werde. Ich weiß, dass das immer sehr, also dass das sehr fatal sein kann, aber ja, mein Gefühl für die Buchcover hat mich tatsächlich selten im Stich gelassen und ich immer wieder bei vor allem bei Büchern, die ich noch nicht so weit recherchiert habe, aber die mir noch nicht begegnet sind, ich dann mal ein ganz gutes Gefühl habe, wenn mich die Buchcover nicht überzeugen konnten. Ich weiß nicht, ob das hier jemand verstehen kann, was ich meine, aber ja, so tick ich nun mal ein bisschen. Und bei diesem Buch ist es so, dass die Online-Recherche mich natürlich ein Stück weit mehr, ja, zwingt, auch den Klappentext zu lesen und so auch bei dem, worüber ich sehr froh bin, weil so habe ich das Gefühl, dass ich ein Buch entdeckt habe, was sehr, sehr gut werden könnte. Und zwar ist es In Flammen von der Autorin Megan Mayunda. Ich hoffe, dass man diesen Namen so ausspricht und wenn nicht, dann sei es mir bitte verziehen. Dieses Buch wird in dem Verlag Piper veröffentlicht und hat insgesamt 336 Seiten. Also von der Seitenanzahl her wieder ein sehr, sehr moderates Buch, wie ich finde. Ich hoffe, dass zwischen diesen beiden Buchtiteln eine sehr, sehr gehaltvolle Geschichte steckt und diese Geschichte mich vielleicht auch ein Stück weit an meine Grenzen führen wird. Und zwar geht es darum, dass wir einer jungen Protagonistin folgt, einer 19-jährigen Frau, die einen Anschlag in Kalkutta überlebt. Und zwar brennen dort Waggons und in diesen Waggons sind hunderte von Menschen gefangen, die aufgrund dieses Anschlags dann natürlich auch sterben werden. Dieses junge Mädchen, was wir verfolgen, überlebt diesen Anschlag in Kalkutta und äußert sich nach diesem Anschlag auf Facebook oder auf einer sozialen Plattform sehr, sehr systemkritisch und wird anschließend von, ja, dem System verfolgt, festgenommen und ihr droht nun die Hinrichtung. So viel, was jetzt der Klappentext uns preisgibt. Ich hoffe wirklich sehr, wie ich schon sagte, dass dieses Buch eine wahnsinnig gehaltvolle Geschichte gibt und dass diese Geschichte mich und vielleicht auch viele andere Leser an die Grenzen, ja, führen wird, dass wir einen Eindruck von einer Gesellschaft bekommen, die wir hier in Westeuropa, in unserer Gesellschaft vielleicht überhaupt nicht bekommen werden und überhaupt nicht bekommen können. Ja, das verspreche ich mir von diesem Buch. Ich glaube, dass das ein Buch ist, wo man die richtige Zeit tatsächlich finden muss, ohne jetzt die Autoren zu kennen. Für mich wäre die Autorin komplett neu. Aber so vom Klappentext her habe ich das Gefühl, dass es ein Buch sein, wo man den richtigen Zeitpunkt finden muss, dieses Buch zu lesen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Buch ist, das man eher im Winter lesen wird oder im Herbst als im Sommer, weil der Sommer ist ja immer so ein Stück weit auch leichte Themen, sage ich mal, oder Themen, die einen nicht ganz so stark auffühlen. Jedenfalls geht es mir immer so, als im Winter, da kann man sich auch mal getrost harter Kost stellen als im Sommer. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch, was dieses Buch für uns bereithält oder für mich besser gesagt. Ich weiß ja nicht, ob es euch interessieren würde, aber mich interessiert es sehr und ja. Mal sehen, ob dann mein Buchkaufverbot, mein mir eigenes gesetztes Buchkaufverbot dann mich immer noch hindert, keine Bücher zu kaufen. Wir bleiben gespannt. Als ich den Klappentext meiner Nummer 3 gelesen habe, ist mir schon etwas flau geworden und ich hatte ein ähnlich beklemmendes Gefühl wie bei meiner Nummer 2 In Flamme. Und zwar handelt es sich um den Titel Pflaumenregen von Stefan Thomme. Ein unglaublicher Buchtitel, ist mir so an sich noch nicht begegnet, finde ich aber ebenfalls schon sehr, sehr interessant und ich finde auch dieses Buchcover sehr, sehr, ja, faszinierend und das sorgt mal wieder dafür, dass ich noch mehr in, ja, Gefilde reise, in literarische Gefilde reise, wo ich einfach noch nicht gewesen bin. Dieses Buch erscheint am 11. September im Surkamp Verlag und hat insgesamt 526 Seiten und wird 25 € kosten. Ich würde euch gerne einfach mal den Klappentext vorlesen. Vielleicht empfindet ihr sehr ähnlich wie ich, dass man da schon ein sehr beklemmendes Gefühl bekommt. Taiwan in den 1940er Jahren
am Ende der japanischen Kolonialzeit. Während der Pazifische Krieg unaufhaltsam näher rückt, wächst die achtjährige Umeko behütet in einem Kleinstadt im Norden der Insel auf. Sie ist stolz auf ihr gutes Japanisch und himmelt ihren älteren Bruder an, der Star des örtlichen Baseballteams ist. Als die Armee jedoch am Ortsrand ein Lager für ausländische Kriegsgefangene einrichtet, gerät ihr Leben in einen Strudel aus Schuld und Verbrechen, der die Familie 70 Jahre später immer noch gefangen hält. Dieses Buch spricht mich einfach so unheimlich an. Also erstmal, wie ich schon sagte, dieser Klappentext mir so ein beklemmendes Gefühl hinterlässt, dass ich erwarte, dass diese Geschichte, dieser Text, der da drin steckt, ebenfalls dieses Gefühl transportieren kann. Zum anderen befinden wir uns geografisch in einem Gebiet, wo ich literarisch einfach noch nicht gewesen bin. Ich bin sehr, sehr selten, eigentlich kann man schon fast sagen nie, ich hoffe, das ändert sich, im asiatischen Raum. Und ich weiß, dass das aktuell sehr, ja, gefühlt in modern geworden ist, aber ich war tatsächlich noch nie da und würde da auch tatsächlich sehr gerne nochmal literarisch hinreisen und mir da ein Bild machen. Zudem erwarte ich hier aber auch eine Familiengeschichte, die, ja, unter die Haut geht. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Familiengeschichten liest, der Generationenromane liest, der da sehr, sehr viel rausnimmt, weil ich immer das Gefühl habe, dass man viel von den Generationen vererbt bekommt, dass man viel von den Generationen übernimmt. Deswegen ziehen mich einfach Familiengeschichten, ja, wie einfach sehr stark an. Und genau das habe ich hier auch. Also ich weiß nicht, ob ich die typische Familiengeschichte hier bekomme, weil es sich natürlich auch um eine asiatische Geschichte handelt, wenn man das so sagen kann. Aber ich denke, dass wir trotzdem, ich weiß nicht, ob ich hier die typische Familiengeschichte bekomme, also das, wie man sie aus europäischem Raum kennt, sage ich mal. Aber ich denke, ich bekomme hier eine Familiengeschichte, eine über mehrere Generationen, und ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Auch hier kenne ich den Autoren nicht, also für mich wäre es ein komplett neuer Autor, aber neu heißt ja nicht unbedingt schlecht. Die Nummer 4 auf meiner Liste, und damit haben wir auch die Hälfte der Liste schon erreicht, ist ein Buch, was man eher dem Krimi zuordnen kann, aber eher mehr dem True Crime. Und ich weiß, dass True Crime ja immer so ein Ding ist, manche mögen es nicht, manche mögen es sehr, manche sehen es kritisch. Und ich bin da mal so ein bisschen zwiegespalten, weil ich kann die Kritik absolut verstehen, aber ich bin auch jemand, der sich damit doch ganz gerne mal beschäftigt. Ich weiß, man sollte diesen Fällen eigentlich nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Und ja, mich macht es einfach neugierig, was da passiert ist und was die Autorin da entdeckt hat. Und zwar geht es um den Titel Das Dorf und der Tod von der Autorin Christiane Trammitz. Dieses Buch wird am 16. September veröffentlicht, hat insgesamt 288 Seiten und wird im Verlag Ludwig erscheinen. Dieses Buch wird dann bei der Veröffentlichung 16 Euro kosten. Die Autorin geht auf Spurensuche in ihrem eigenen Dorf, in dem sie geboren worden ist, und geht einem sehr schrecklichen Kriminalfall nach und verfolgt da diverse Spuren, um es jetzt einfach mal kurz und knapp zu sagen. Ich finde es immer sehr schwierig, da die Klappentexte zu lesen, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass man da auch ein Stück weit gespoilert wird. Deswegen habe ich mich jetzt hier einfach mal kurz gefasst. Das ist etwas, was mich sehr neugierig macht, einfach weil es da so ein bisschen, ja, dieses True Crime anspricht, muss man ganz klar sagen. Ich weiß, dass True Crime ja nicht immer sehr, ja, dass das sehr kontrovers diskutiert wird, dass man sich damit beschäftigen kann, dass man es vielleicht nicht so populär machen sollte. Ich kann die Kritik total nachvollziehen, ich kann es verstehen, was man mit der Kritik aussagen möchte. Ich kann mir aber hier vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, dass hier vielleicht auch noch ein bisschen was von der Autorin selbst drin steckt, dass sie ihre eigenen Erfahrungen hier nochmal niederschreibt und dass vielleicht auch ihr eigenes Leben hier noch ein bisschen mehr drin steckt in diesem Dorf. Das hoffe ich mir jedenfalls von diesem Buch. Es macht mich auf jeden Fall sehr
neugierig. Bei meinem nächsten Titel, den ich entdeckt habe, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass er eventuell untergehen könnte, weil viele Bücher, jedenfalls meine subjektive Wahrnehmung, in dieser Gestaltung jetzt veröffentlicht worden sind, auch so die letzten Monate über. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es dadurch untergehen könnte. Und zwar handelt es sich um den Titel Der Geist von Tiger Bay von der Autorin Natifa Mohammed. Dieses Buch wird am 16. September veröffentlicht in dem Verlag C.H. Beck und es hat insgesamt 367 Seiten und wird dann 24 € kosten. Übersetzt wurde dieses Buch von Susanne Orban und ich bin sehr gespannt auf dieses. Und zwar wird thematisch aufbereitet, dass wir einen Protagonisten folgen, der in England lebt und da schon eine ganze Weile lebt und auf einmal passiert ja bei ihm im Viertel ein Überfall, ein Geschehen, was sehr brutal sein soll und wo die Schuld dann am Ende auf diesen Protagonisten im ersten Augenblick fällt. Der Protagonist soll am Anfang noch sehr viel ja, Hoffnung haben, Zuversicht, dass er in einer gerechten Welt lebt, in einer fortschrittlichen Welt, aber umso mehr Zeit vergeht, wird diese Hoffnung, diese Zuversicht immer kleiner. Ich verspreche mir sehr, sehr viel von diesem Buch, weil ich habe das Gefühl, dass wir hier ein Buch an die Hand bekommen, wo das Thema Rassismus natürlich verarbeitet wird, aber vor allen Dingen Alltagsrassismus, Rassismus in ja, Gesellschaften, wo er vielleicht, wo gedacht wird, dass er vielleicht doch nicht mehr so extrem ist, aber dann doch noch vorhanden ist und dass wir vielleicht auch noch andere Themen in diesem Buch, in dieser Geschichte erleben. Soweit ich weiß, ist es eine wahre Geschichte, die die Autorin hier verarbeitet. Ich möchte mich da aber nicht genau festlegen, weil ich habe das irgendwo mal gelesen, konnte es aber nicht ganz bestätigen. Vielleicht habe ich es auch noch mal irgendwo auf der Verlagsseite. Ich weiß es nicht. Nagelt mich darauf bitte nicht fest. Egal, ob es eine wahre Geschichte ist oder nicht, die Geschichte an sich ist trotzdem eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wenn es natürlich eine wahre Geschichte ist, dann ist sie natürlich umso bedrückend. Da kann man gar nicht anders sagen. Ich habe so einen ganz, ganz kleinen Zweifel an dieser Geschichte und ich hoffe, dass dieser Zweifel unbegründet ist, weil ich ja eigentlich immer sehr angetan bin vom C.H. Beck Verlag, weil ich habe immer das Gefühl, dass die, also es ist einfach ein Verlag, der mich immer sehr, sehr stark anspricht und ich da eigentlich tatsächlich noch nie so richtig reingefallen bin. Aber ich habe irgendwie bei diesem Buch so einen ganz kleinen Zweifel, dass da was drin ist, was mir nicht so zusagen würde und mir vielleicht dieses Buch auch vermiesen könnte. Ich hoffe, dass diese Zweifel unbegründet sind, dass ich vielleicht bloß schlechte Erfahrungen gemacht habe, so mit dem Buchcover und so. Und ja, ich lasse mich einfach überraschen. Ich hoffe, dass da sehr, sehr viel ja, Themen drin stecken, aber vor allen Dingen natürlich, und das verspricht ja auch schon dass der Klappentext, Rassismus, Alltagsrassismus, was passiert, welche Folgen hat der und vor allen Dingen, wie man ihn vielleicht auch ein Stück weit noch mehr für sich herausmerzen kann, wenn man das so sagen kann. Also ich verspreche ihm hier auch sehr, sehr viel von diesem Titel. Der Fester Verlag ist ein Verlag, der eigentlich sehr selten auf meiner Leserliste landet, weil ich da eigentlich sehr wenig Bücher finde. Aber diesmal habe ich ein Buch gefunden, was mich sehr, sehr neugierig gemacht hat. Und zwar ist es der Titel Unser leichtfertiger Eid von dem Autor Brian Greenwood. Dieses Buch erscheint am 22. September und hat insgesamt 544 Seiten. Es wurde aus dem Englischen von der Übersetzerin Susanne Torini übersetzt und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Und zwar geht es darum, dass in der Familie von C, wo ist ein sehr tragisches Ereignis passiert, und zwar wurde ein Familienmitglied entführt. Und dieses Ereignis zerreißt natürlich die Familie von C, wenn man sie so ausspricht. Und sie hat Tristan Cranty einen Eid abgeschlossen, den sie nun in dieser Geschichte halten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es geht so ein bisschen um vielleicht auch um Rache, um Wiedergutmachung, vielleicht auch ja dieses Ereignis in C's Familie auf den Grund zu gehen. Und in dieser Spurensuche findet dann diese Liebesgeschichte statt. Ich weiß es nicht, das ist alles, was ich mir jetzt gerade so ein bisschen herleite aus diesem Klappentext. Auf jeden Fall hat es mich ja dahin interessiert,
weil wir als Ausgangslage einfach ein Ereignis haben, eine Tragödie, die ja so nicht alltäglich ist. Und dann hat mich auch noch dieses unheimlich gelungene Titel so neugierig auf dieses Buch gemacht, dass ich es hier auf meine Liste gesetzt habe. Ich weiß, dass der Fester Verlag ja ein Verlag ist, der sehr außergewöhnliche Titel in der Regel veröffentlicht und auch Titel oder beziehungsweise Bücher, deren Inhalt mich jetzt nicht so anspricht, aber alles hat seine Berechtigung und ich bin schon sehr gespannt, ob es dann bei diesem Buch ebenfalls in diese Richtung geht, in dieses sehr blutige, sehr gewaltige, sehr vielleicht auch bizarre, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall macht mich dieser Titel sehr neugierig und ich bin schon sehr gespannt. Bis zum 22. September habe ich ja auch noch ein bisschen Zeit, dieses Buch näher kennenzulernen. Vielleicht ist es ja dann auch schon in dem einen oder anderen Video oder auf den Social Media zu entdecken. Ich bleibe gespannt. Meine Neugier ist ungebrochen von diesem Titel. Die letzten beiden Bücher, die jetzt noch hier auf meiner Liste stehen, sind zwei Bücher, die auch in die Richtung gehen, Erfahrungsberichte, tatsächliche Ereignisse, die ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne immer mal wieder lese. Vor allen Dingen, Lebenserfahrungen, Spurensuche und Aufbereitung von Ereignissen, die das Leben eines Menschen verändert haben. Und natürlich geschichtliche Aspekte, die ich auch immer sehr, sehr gerne mal wieder lese. Und zwar handelt es sich um den Titel Abschiedsgeschenk von der Autorin Sarah Hölzel. Dieses Buch erscheint am 27. September, hat 288 Seiten und erscheint im Verlag Eisele. Und dieses Buch wird insgesamt 18 Euro kosten. In dem Titel versteckt sich eine Aufarbeitung eines Ereignisses von der Autorin selbst. Und zwar ist ihre Großmutter gestorben und ihre Großmutter nimmt ihr das Versprechen ab, dass sie dieses Buch bzw. ihre Geschichte erzählen soll bzw. schreiben soll. Und genau das finden wir in diesem Buch. Ich nehme an, dass die Beziehung von der Autorin mit ihrer Großmutter Mia beschrieben wird bzw. sie vielleicht auch nochmal ein Lebensereignis beschreiben wird. Mich hat das irgendwie sehr neugierig gemacht. Mich hat auch dieses Buchcover sehr neugierig. Ich weiß, dass diese Art von Geschichten, von dieser Art von Büchern nicht immer jedermanns Sache sind, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die so in eine Richtung gehen, die ich immer mal wieder brauche, die ich immer mal wieder gerne lese, wo einfach Menschen tatsächlich von ihrem Leben erzählen, viel mitgeben, was sie gelernt haben und oftmals kann ich selbst für mich auch nochmal viel daraus herausziehen. Ich freue mich sehr auf dieses Buch, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass es vielleicht ein bisschen in Klischeehafte vielleicht rutscht, vielleicht auch zu kitschig wird. Kitschig war das Wort, was ich eigentlich gesucht habe. Und davor habe ich ein bisschen Angst, aber ich lasse mich davon jetzt mal nicht beirren, auch von meinem Gefühl, auch von meinem Gefühl bei Der Geist von Tiger Bay. Aber die sprechen mich einfach an und Ich hab da immer so ein Gefühl, dass ich zu diesen Büchern ab und an mal greifen muss und dass das genau passt, dieses Buch für dieses ab und an mal. Ich habe schon diverse Erfahrungsberichte gelesen von Ereignissen in Menschen, von Ereignissen von Menschen, die sie erlebt haben und ich finde es halt immer wieder, wie ich schon sagte, eine sehr angenehme Bereicherung für sein eigenes Leben. Um da vielleicht auch nochmal ein Stück weit Kraft zu ziehen und vielleicht manche Dinge einfach nicht so verbittert und zu engstirnig zu sehen, weil es gibt immer Schicksale, die, weiß Gott, schlimmer sind als das eigene oder halt über so Kleinigkeiten sich einfach ein Stück weit weniger aufzuregen. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass es nicht für jeden was ist, für mich hat es, also mich hat es sehr angesprochen. Der letzte Titel, den ich auf meiner Liste habe und damit sind wir auch am Ende dieser Liste angekommen, jedenfalls von der, die ich jetzt hier noch stehen habe, ist ein Titel, das eher mehr so in die Richtung geht, Sachbuch, Aufarbeitung gegen das Vergessen und ich finde es immer wieder wichtig, sich mit diesen Themen immer wieder auseinanderzusetzen, damit sie einfach nicht in Vergessenheit geraten. Und ich weiß, dass diese Bücher sehr häufig vorkommen, diese Spurensuche, die Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte,
aber das gehört halt eben auch dazu. Und zwar handelt es sich um den Titel, und den muss ich ablesen, ich habe Angst, dass ich sonst etwas Falsches sage. Und zwar: Das Institut in Riga, die Geschichte eines NS-Arztes und seiner Forschung, eine Spurensuche, von der Autorin Uta von Armen. Dieses Buch erscheint am 27. September im Verlag Nagel und Kimche und hat insgesamt 208 Seiten. Ja, dieses Buch muss inhaltlich gar nicht mehr so viel zusammengefasst werden, weil ich glaube, dass der Titel schon sehr, sehr viel sagt. Es sei nur so viel gesagt, dass es hier darum geht, dass die Autorin ihre eigene Familiengeschichte in diesem Institut Riga aufarbeitet, weil es ein Familienangehöriger ist, der dieses Institut geleitet hat bzw. diese Forschung durchgeführt hat. Und jeder, der das Wort NS-Forschung hört, kann sich wahrscheinlich vorstellen, welche Grausamkeiten da wahrscheinlich dahinter steckt. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wir diesen schwarzen Fleck der Geschichte nicht vergessen und dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, was damals passiert ist, und damit es einfach nie wieder passiert. Das Buch interessiert mich wirklich sehr. Ich hoffe, dass ich vielleicht bis dahin nach meinem Buchkaufverbot einfach aufgehoben habe. Vielleicht mache ich für dieses Buch auch definitiv eine Ausnahme. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch, und ich würde jetzt nicht sagen, ich finde immer bei diesen Büchern ist so schwer zu sagen, dass man sich drauf freut. Aber ja, ein Stück weit freut man sich ja auf die Bücher, dass noch mehr Bücher entstehen, die diese Themen beinhalten und gegen das Vergessen einfach sind. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich nochmal ganz kurz auf die Reihenfortsetzungen eingehen. Hier möchte ich gar nicht so viel zum Inhalt einfach sagen, weil ich ja euch und mich nicht spoilern möchte. Ich weiß ja nicht, wie weit ihr schon in diesen Reihen seid. Ich bin tatsächlich bei einigen Reihen noch nicht so weit, aber ich möchte mich dennoch nicht spoilern. Über eine Fortsetzung, über die ich mich sehr gefreut habe, weil das heißt, dass sie endlich übersetzt worden ist, ist die Reihenfortsetzung mit Band 5 zu Matthew Corbett-Reihe. Die Matthew Corbett-Reihe habe ich erst dieses Jahr für mich entdeckt und habe Band 1 und 2 gelesen. Jetzt am 30.09. erscheint der 5. Band, und zwar Matthew Corbett und der Fluss der Seelen. Dieses Cover, was ich euch hier natürlich wieder eingeblendet habe, ist wieder unfassbar grandios, wie ich finde. Ich finde diese Buchcover unheimlich schön. Ich finde diese Bücher unheimlich schön. Ich finde sie unheimlich schön aufgemacht. Und jetzt habe ich sehr viel schön gesagt, aber anders kann ich es gar nicht sagen. Ich kann diese Reihe nur empfehlen. Jedenfalls haben mir die ersten beiden Bände wahnsinnig gut gefallen. Auch wenn es mich ein bisschen stört, dass diese Geschichte ja gesplittet worden ist. Aber ich mochte diese Reihe sehr, sehr gern, freue mich natürlich, dass sie weiter übersetzt worden sind, beziehungsweise Band 5 jetzt erschienen ist oder beziehungsweise im September erscheint. Wir wollen ja nicht vorgreifen. Bei der nächsten Reihenfortsetzung, die im September jetzt erscheint, war ich sehr überrascht. Aus dem Grund, dass ich diese Reihe komplett bei mir vergessen habe. Ich mochte den ersten Band sehr, denn er spielt in meiner Heimatstadt Dresden, und es wird einfach geschichtlich auch so ein Stück weit die Geschichte von Dresden aufgearbeitet im Zweiten Weltkrieg. Und ich habe die total vergessen und bin jetzt sehr überrascht über diesen letzten Fall, der jetzt am 17.09. erscheint. Und zwar rede ich von der Kriminalreihe um den Kommissarin Max Heller von Frank Goldammer. Dieses Buch erscheint im DTV-Verlag und ich bin, wie gesagt, sehr überrascht, dass wir eigentlich schon das Ende der Reihe erreicht haben. Jedenfalls so suggeriert es der Titel, denn der Untertitel heißt sein Max Hellers letzter Fall. Und ich bin da sehr überrascht von, weil, wie gesagt, ich die Reihe bei mir komplett vergessen habe, auch wenn ich den ersten Band sehr gemocht habe. Also ein kleiner Reminder für mich, dass ich mit der Reihe unbedingt fortsetzen sollte. Und das soll ich wirklich dringend. Ich glaube tatsächlich, dass es bei meiner Sub-Challenge nochmal kommen wird, dass die Reihe aufgegriffen wird. Jedenfalls hoffe ich das sehr, weil ich weiß aktuell gar nicht, wie ich das unterkriegen soll. Und ich habe die Befürchtung, dass ich dadurch die Reihe wieder aus den Augen verliere. Und das möchte ich eigentlich gar nicht, weil ich die Reihe sehr, sehr mag. Und ich mag auch den Autoren sehr. Und ich
hoffe, das war mir jetzt eine Erinnerung, dass diese Reihe unbedingt weiter fortzusetzen ist von meiner Seite. Das waren meine beiden Reihen, auf die ich mich sehr freue, dass neue Bände erschienen sind. Natürlich bei der einen, also Matthew Corbett, ist so eine Reihe, die ich ja jetzt erst für mich entdeckt habe und wo ich mich natürlich sehr freue, dass es weitergeht. Und dann natürlich sehr froh bin, wenn ich dann endlich mal zu Band 5 komme. Und natürlich die andere Reihe, wo es mich sehr überrascht hat, dass sie jetzt schon den letzten Fall ist und ich mir die Reihe wirklich wieder in Erinnerung gerufen habe, aber ich freue mich auch auf diesen. Ich habe mich jetzt für den September ein Stück weit durch den Buchdschungel geschlagen. Es ist ja nicht immer so einfach, sich da durchzukämpfen, vor allen Dingen irgendwie sich einen Überblick zu verschaffen. Und eins kann man gewiss sein, dass es dann noch genug Bücher gibt, die man so nicht entdeckt hat und die eigentlich entdeckungswürdig sind. Deswegen würde es mich natürlich interessieren, auf welche Neuerscheinungen im September freut ihr euch? Was habt ihr so für euch entdeckt? Das würde mich unglaublich interessieren. Und schreibt es doch mal in die Kommentare, welche Bücher das sind. Und vielleicht ist ja auch noch das eine oder andere dabei. Ich hoffe, dass ich es vielleicht für den Oktober ebenfalls nochmal schaffen werde, Neuerscheinungen für mich rauszusuchen, die mich jetzt reizen würden für den Oktober. Hat natürlich den Nachteil, dass meine Wunschliste sehr, sehr stark ansteigt, aber die Wunschliste kann ja steigen, wie sie will. Ansonsten sind wir jetzt am Ende dieses Videos angelangt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr bisher durchgehalten habt. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Habt eine schöne Lesezeit. Bis dahin. Tschüss!